rufe auf den Tagesordnungspunkt 79, Dringlicher Antrag der Fraktionen der SPD und der FDP betreffend Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, Drucksache 19-6574. Die erste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Faeser, SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 6. April dieses Jahres gab es eine Berichterstattung im Spiegel, aus der hervorging, dass die hessische Polizei eine Software des US-Unternehmens Palantir Technologies gekauft hat. Diese Software sollte der effektiven Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und der schweren organisierten Kriminalität dienen. Das, meine Damen und Herren, war das erste Mal, dass wir von dieser Beschaffung gehört haben. Guter Stil wäre gewesen, uns im Innenausschuss darüber zu informieren, zumal die Vergabe an Palantir bereits 2017 erfolgte. Aber ich habe inzwischen meine Erwartungshaltung, was Transparenz an diese Landesregierung betrifft, in den letzten 15 Jahren etwas zurückschrauben müssen, meine Damen und Herren. Aufgrund der Berichterstattung des Spiegels und der doch etwas ungewöhnlichen Umstände haben sowohl die FDP als auch wir dringliche Berichtsanträge gestellt, um im Ausschuss am 9. Mai dieses Jahres über die bereits erfolgte Auftragserteilung an Palantir berichtet wurde, und wir haben dort diskutiert. Palantir ist als Unternehmen, meine Damen und Herren, nicht unumstritten. Es wurde laut Spiegel 2004 von dem Facebook-Investor und PayPal-Erfinder Peter Thiel mithilfe von InQtel gegründet, dem Risikomanagement-Arm des US-Geheimdienstes CIA. Palantir steht im Verdacht, Kontakte zum Unternehmen Cambridge Analytica zu unterhalten, die mit illegal erlangten Facebook-Daten die US-Präsidentschaftswahl manipuliert haben soll. Der Spiegel vom 6. April beschreibt dies sehr plastisch. Ich zitiere: Der Kauf von Palantir Software in Hessen ist auch deshalb heikel, weil die Firma in den USA wegen missbräuchlicher Nutzung von Kundendaten aufgefallen war. Das, meine Damen und Herren, hat uns zu weiteren Fragen geführt. Übrigens wissen wir aus einer Anfrage der GRÜNEN im Deutschen Bundestag vom Juni dieses Jahres, dass sich das Bundesverteidigungsministerium gegen Palantir entschieden hat. Trotz all dieser Bedenken ist Hessen vorliegend bundesweit einen Sonderweg gegangen und hat diese Analyseplattform mit Namen Gotham angeschafft. Diese Anschaffung wirft nun eine Menge Fragen auf. In der Analyseplattform werden Daten aus angeschlossenen polizeilichen Datenbanken in Hessen so aufgearbeitet, dass sie miteinander vergleichbar sind. Darüber hinaus kann dann im Einzelfall diese Daten mit externen Daten, z.B. aus sozialen Netzwerken, verglichen werden. Es ermöglicht also einen sehr weitreichenden Eingriff in große persönliche Datenmengen. Und deshalb ist es auch eine sehr spannende Frage, die leider weder im Innenausschuss noch durch die erfolgte Aktensicht erfolgt ist, wie eigentlich der Schutz der Daten erfolgt. Wie wird technisch sichergestellt, dass keine Daten der hessischen Sicherheitsbehörden an unbefugte Stellen, insbesondere in den USA, ausgeleitet werden? Bislang wissen wir nur von einer vertraglichen No-Spy-Klausel, was aber keine technischen Auswirkungen hat. Offenbar gab es eine erste, sogar freihändige Vergabe bereits in 2017, in der gar nicht ausgeschrieben wurde, und eine zweite, die nur im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntgabe erfolgte, die auch Gegenstand im Innenausschuss war. Infrage steht auch, wie ernsthaft eine Marktanalyse stattgefunden hat oder man schon von Anfang an entschieden war, nur Palantir zu wählen. Das ist für uns nach der Akteneinsicht und nach unseren Fragen überhaupt nicht zu beantworten, da die Akten nur unvollständig vorlagen und zum Teil geschwärzt waren. Das Vergaberecht dient aber der größtmöglichen Transparenz und einem fairen Wettbewerb in Europa. Wir haben erhebliche Zweifel, ob die beide in Frage stehenden Verfahren ordnungsgemäß vergaberechtlich erfolgt sind. Sie begründen das alles nur mit Sicherheitsrisiken. Ich halte das für in Gänze für nicht ausreichend. Das gilt vielleicht auf Teile des Vertrages, aber nicht insgesamt. Und ich will noch einmal deutlich machen, wir lehnen eine solche Technologie zur Terrorismusbekämpfung nicht grundsätzlich ab.
Aber wenn, dann nur durch einen zuverlässigen Anbieter und unter besonderen Datenschutzmaßnahmen und einer sorgsam erfolgten Grundrechtsabwägung, meine Damen und Herren. Es sind immer mehr drängende Fragen aufgetaucht. Warum muss es ausgerechnet dieses umstrittene Unternehmen sein? Wer hat eigentlich entschieden, dass es Palantir werden soll? War der Innenminister dort in diese Entscheidung involviert? Wieso wurden beide Verfahren nicht öffentlich ausgeschrieben? Warum wurde mitten im Vergabeverfahren die zuständige Behörde, das Landeskriminalamt, hin zum Polizeipräsidium Frankfurt getauscht, im laufenden Vergabeverfahren? Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Das sind alles Fragen, die wir nicht beantwortet bekommen haben, weder durch die Akteneinsicht noch durch dringliche Berichtsanträge. Deshalb kann dies alles nur in einem Untersuchungsausschuss geklärt werden, weil dort Zeugen vernommen werden können und hoffentlich, ich kann nur hoffen, dass es so sein wird, die vollständigen Akten vorgelegt werden. Deshalb bitte ich um Unterstützung unseres Antrages. Und, meine Damen und Herren, ich habe noch eine kleine Änderung, wenn ich darf, Frau Präsidentin. Zur Ziffer 12 würden wir gerne, ich danke auch Herrn Wilken für die Anregung, noch ergänzen in 12, wenn ja, ob und wann Sicherheitsüberprüfungen aller Mitarbeiter durchgeführt wurden. Ich gebe es Ihnen gerne auch noch einmal zu Protokoll. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Faeser. Als nächster Redner spricht schon Kollege Bellino von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit keine Missverständnisse aufkommen, vorweg gleich der Hinweis, es ist für Parlamentarier selbstverständlich, wird auch mitunter der Eindruck erweckt, als ob das nicht der Fall sei. Wir wissen, dass das Untersuchungsausschussgesetz oder dass die Einrichtung von Untersuchungsausschüssen nicht nur ein legitimes, sondern, wie ich meine, ein wichtiges und selbstverständliches Minderheitenrecht der Opposition darstellt. Deshalb tritt ein Untersuchungsausschuss zusammen, wenn eben das nötige Quorum ein Fünftel der Abgeordneten erreicht ist. Das ist für uns nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern, ich sage es ausdrücklich, ich habe das auch vorhin in einem anderen Gespräch gesagt, auch gut so, dass eben das Parlament solche Ausschüsse einrichten kann. Wann und wie dann eine qualifizierte Mehrheit dann dieses Instrument nutzt, das liegt dann auch in der Verantwortung, ich sage bewusst Verantwortung der einzelnen Fraktionen. Wir sind davon überzeugt, dass im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport und eben auch durch die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Recht und Gesetz gehandelt wurde und gehandelt wird und dass auch alle Transparenzanforderungen eingehalten wurden. Wir sind sicher, dass wir richtig und frühzeitig informiert wurden. Wir, damit meine ich die Politiker, beispielsweise im Innenausschuss. Liebe Frau Faeser, weil Sie so schauen, kann Ihnen das Timing ja auch für die Öffentlichkeit noch einmal sagen. Am 10. April dieses Jahres gab es ja einen dringlichen Berichtsantrag zum Thema Palantir. Und zwei Tage später, am 12. April, wurde das durch das Innenministerium im Innenausschuss nicht nur ausführlich, sondern, wie ich meine, auch sehr sachgerecht informiert. Und das war nicht ohne Gefahr, denn wenn man innerhalb von einem Arbeitstag, vielmehr war das nicht, innerhalb von einem Arbeitstag dann die entsprechenden Antworten zusammenträgt und zusammenstellt, dann kann da auch mal ein Fehler passieren. Insofern hätte das Innenministerium mal sagen können, da lassen wir uns mal eine Woche oder ein paar Tage Zeit und machen eine Sondersitzung. Nein, hat man nicht gemacht. 10. April der Antrag, 12. April berichtet. Am 2. April Berichtantrag der SPD, der erste war von der FDP, zum Thema Palantir. Am 9. Mai eine entsprechende Beantwortung durch das Ministerium. Am 6. Juni wurde Akteneinsicht angefordert von SPD und FDP und bereits am 6. Juni, also einen Tag später, sagt das Ministerium, kommt vorbei, ihr könnt alle sehen. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit, denn es müssen ja auch entsprechende Vorbereitungen getroffen werden. Insofern sehen wir dort keinen Grund zur Kritik. Wir sind aber auch der Meinung, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir hier um ein sehr sensibles Thema sprechen, über ein sehr sensibles Thema sprechen. Es geht um den Schutz unserer Bevölkerung vor terroristischen Anschlägen, vor organisierter Kriminalität, vor Extremismus, egal von welcher Seite er kommt. Und da ist es unseres Erachtens geboten, dass das Ministerium schnellstmöglich und hochkompetent sich entsprechender Softwareinstrumente in diesem Fall oder anderer Techniken bedient.
Insofern können wir auch die Behauptungen, dass diese Analysesoftware eben nicht sicher sei, nicht folgen. Ich erinnere daran, dass Sie in den Vereinigten Staaten nun einmal höchste Regierungsstellen bekleiden, dass in Deutschland beispielsweise die Merck AG nicht nur dieses Softwareinstrument nutzt, sondern auch damit hochzufrieden ist und dass, wie wir wissen, mehrere Bundesländer in Deutschland auch von anderer Partei politischer Couleur prüfen, ob sie diese Software, weil sie erfolgreich ist, nutzen. Insofern haben wir dort Fragen, ob dieser Untersuchungsausschuss wirklich sinnvoll ist oder ob es nicht, wenn es Ihnen um weitere Informationen geht, sinnvoller wäre, einen Sonder-INA zu beantragen, wie bei dem tragischen Fall der Susanna, den Minister erneut zu befragen oder eine weitere Akteneinsicht zu fordern bzw. zu nutzen, wie sie ja vom Minister auch angeboten wurde. Er hat ja klar gesagt, wenn es weitere Nachfragen gibt, wenn es noch Unklaren gibt, dann fragt, kommt vorbei, wir stehen jederzeit zur Verfügung. Das hätten wir für sinnvoller gehalten, weil man dadurch auch schneller diese Informationen gewinnen kann und dadurch auch schneller handlungsfähig bzw. entscheidungsfähig wird. Aber ich sage es noch einmal, das ist Ihre Verantwortung, das ist Ihre Entscheidung, und Sie haben sich entschieden. Ob es dem Fair-Play-Gedanken entspricht, wenn Sie in der letzten Woche das schon ankündigen, aber jetzt nur zwei Stunden vor der Debatte den Antrag einreichen, das mögen Sie dann entsprechend zu beurteilen haben. Wenn Sie schon in diesem Antrag, der ja eigentlich dazu dient, der Untersuchungsausschuss soll prüfen, ob und wenn ja was passiert ist, wenn Sie da schon feststellen, dass es Verstöße gegen das Vergaberecht gegeben hat, dass Schäden entstanden sind, dann ist dies meines Erachtens eine Finalprojektion, aber nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass Sie wirklich sachlich aufklären wollen. Aber wir werden ja sehen, wie das im weiteren Verlauf des Ausschusses dann stattfinden wird. Ich hoffe, dass das dann sehr sachorientiert ist und dass das kein Wahlkampfmanöver ist, nach dem Motto Wahlkampfmanöver, wenn wir das Spiel nicht gewinnen können, dann treten wir Ihnen wenigstens den Rasen kaputt. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir in dem Ausschuss dann wirklich sehr sachorientiert zusammenarbeiten können. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Bellino, Sie dürfen sicher sein, wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft sollten wir uns hier auch verhalten. Wir werden Ihnen den Rasen nicht kaputt treten, aber wir werden uns darum kümmern, dass der hessische Rasen sorgfältig gepflegt ist. Und das ist das Thema. Das ist das Thema, um das wir uns heute hier kümmern. Ich will einmal die Vorgeschichte kurz erläutern. Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte, auch wenn wir aus der Zeitung plötzlich erfahren haben von der Vergabe an Palantir. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es eine Delegationsreise im Mai 2016 in Silicon Valley gab, in dem eine Delegationsreise des Innenministers, an der wie üblich auch Abgeordnete teilgenommen haben. Dort gab es auch einen Besuch bei der Firma Palantir und ganz nebenbei anschließend in Washington auch beim FBI. Wir waren schon beeindruckt. Wir waren beeindruckt von der Leistungsfähigkeit und den Einsatzmöglichkeiten, die sich aus den uns gezeigten Dingen ergeben haben. Und deswegen sind wir auch durchaus mit dem Minister der Auffassung, wir müssen genau schauen, dass wir vernünftige entsprechende technische Möglichkeiten auch für die hessischen Sicherheitsbehörden nutzbar machen. Das ist unstreitig. Wir wollten als Innenausschuss den Kontakt weiterverfolgen. Auch das gehört zur Vollständigkeit der Geschichte. Aber plötzlich, als wir auch über das Innenministerium baten, uns bei entsprechenden Terminvereinbarungen behilflich zu sein, war Palantir plötzlich nicht mehr erreichbar. Das hat uns damals schon gewundert. Der Kollege Holschuh erinnert sich sicherlich noch sehr genau daran. Aber wir haben das hingenommen, bis wir dann hellhörig wurden, als diese Vergabeentscheidung bekannt wurde durch die Zeitungsveröffentlichung. Die Vergabe des Auftrags für die Beschaffung wirft Fragen auf, und zwar einerseits die Fragen, Kollegin Faeser hat den Hintergrund beleuchtet, ob hier hessische Sicherheitsinteressen gerade durch die Vergabe an dieses amerikanische Unternehmen verletzt werden. Die Kontakte und das Umfeld von Palantir wurden bereits beleuchtet. Wir haben Nachfragen gestellt, wir haben einen dringlichen Berichtsantrag gestellt, die SPD ebenso. Was kam, waren unvollständige Auskünfte des Innenministers. Fragen zur Korrektheit des Vergabeverfahrens an dieser Stelle tauchen deshalb auf. Und parallel dazu ist durch einen akribisch arbeitenden Journalisten bekannt geworden, dass auch in anderen Bereichen
die hessische Polizei, also die Behörden im Geschäftsbereich des Innenministers, offensichtlich sehr lasch mit der Frage des Vergaberechts und der Beachtung der Vergaben umgehen. Ich hatte eine Kleine Anfrage gestellt zur Ausschreibung bzw. Nicht-Ausschreibung von Abschleppmaßnahmen durch die hessische Polizei. Die wurde beantwortet am 20. März 2018. Es gab dann Zeitungsveröffentlichungen am 30. Mai, die deutlich machten, dass offensichtlich in der Antwort falsche Zahlenangaben des Innenministers erhalten waren. Ich erzähle durchaus die komplette Story. Am gleichen Tag, nämlich dem 30. Mai 2018, reichten wir zu dem Thema einen dringlichen Berichtsantrag ein, um die Widersprüche aufzuklären. In einem auf den 27. Mai 2018, also drei Tage vorher datierten, aber erst am 1. Juni 2018, zwei Tage nach der Zeitungsveröffentlichung und unserem Berichtsantrag eingegangenen Schreiben des Innenministers, wurde dann die Antwort korrigiert. Plötzlich räumte der Minister ein, dass die ohne Vergabeverfahren vergebenen Aufträge nicht ein Volumen wie ursprünglich angegeben von rund 1,4 Millionen € hatten, sondern es waren dann knapp 6 Millionen € ohne Vergabeverfahren. Das gab Nachfragen in der letzten Innenausschusssitzung. Auch die konnten durch den anwesenden Staatssekretär nicht beantwortet werden. Wir warten hier noch immer auf die zugesagten ergänzenden Auskünfte. Dass wir dann hellhörig wurden, sowohl Frau Kollegin Faeser wie auch ich, ist deutlich. Wir haben den Minister gebeten um Akteneinsicht in die Vergabeunterlagen. Die wurde uns erfreulicherweise auch gewährt. Wir waren dann in der Tat nach einer Stunde mit der Akteneinsicht fertig. Das war relativ klar. Warum waren wir nach einer Stunde fertig? Weil wir auf Anhieb feststellen konnten, dass wesentliche Teile dieser Akten fehlten, nicht nur vergaberechtlich oder aus anderen Gründen zu schwärzende Angaben waren geschwärzt, sondern es fehlen ganz offenkundig ganz wesentliche Unterlagen, aus denen sich der Ablauf und die Entscheidungsfindung ergibt. Ich kann nur sagen, wenn Sie mit dem Hinweis, wir hätten ja noch einmal Akteneinsicht nehmen können, uns auf den Arm nehmen wollen, ich sage Ihnen, damit verheben Sie sich. Damit verheben Sie sich ganz gewaltig. Deswegen. Wir haben auch dazu Fragen im Übrigen in den Antrag aufgenommen. Frage 16 stellt darauf ab, aber meine Redezeit ist zu Ende. Deswegen sage ich, wenn Sie, Herr Kollege Bellino, ich habe das erfreut gehört, ebenfalls daran interessiert sind, dass wir zügig aufklären, dann sage ich, schnell benennen, schnell den Ausschuss konstituieren, möglichst schnell in die Beweisaufnahme eintreten. Dann kann das ja alles in Ihrem Sinne noch deutlich vor dem von Ihnen genannten Termin, vor dem 28. Oktober, aufgeklärt werden. Es liegt an Ihnen, ob wir da schnell in die Gänge kommen. Wir sind bereit. Danke, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Wilken von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir LINKEN werden gleich der Einsetzung des Untersuchungsausschusses zustimmen, weil doch einige erhebliche Fragen mittlerweile im Raum stehen, wobei bei uns der Fokus vor allen Dingen auf das Umfeld von Palantir Technologies liegt. Wenn ich Ihren Einsetzungsantrag richtig verstanden habe, geht es Ihnen um drei Bereiche. Um Verstöße gegen die Vorschriften des Vergaberechts, um die Frage, inwieweit Sicherheits- und/oder Geheimhaltungsinteressen unseres Landes berührt sind, und selbstverständlich auch, wie das mit der wahrheitsgemäßen Unterrichtung von Parlament und Öffentlichkeit gestellt ist. Ich sage Ihnen unumwunden, wir werden bei der Mitarbeit in diesem Untersuchungsausschuss den Fokus auf die letzten beiden Punkte legen. Und Frau Faeser hat ja schon darauf hingewiesen, dass ich angeregt habe, deswegen in der Frage 12 auch noch einmal gezielt nachzufragen, ob und wenn ja, welche und wann denn Sicherheitsüberprüfungen von Mitarbeitern der Firma Palantir Technologies, die eventuell Zugang zu unseren Daten gehabt haben, stattgefunden haben. Zweite Bemerkung. Ich habe schon etwas die Stirn gerunzelt und den Kopf gekratzt in Erinnerung an das, was als Ausspähaffäre hier durch die Medien gegangen ist, uns alle aufgeregt hat, Snowden und so weiter.
warum wir ausgerechnet eine Ausgründung eines US-amerikanischen Geheimdienstes damit beauftragen müssen, hier in Hessen unsere Sicherheitsinteressen wahrzunehmen. Andere Bundesländer lösen es auch anders, wie wir wissen. Wo bleibt denn dort die Abwägung unserer Grundrechte, unseres Datenschutzes, auch unseres Sicherheitsbedürfnisses gegenüber Geheimdiensten, die sich in der Vergangenheit nun wahrlich nicht freundlich gegenüber uns verhalten haben? Dritte Bemerkung. Ich habe das Angebot des Innenministeriums am Montag wahrgenommen und mir diese Akten auch angeschaut. Ich habe gerade festgestellt, ich lese offensichtlich etwas langsamer. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um zu verstehen, was da ist und was da nicht ist. Aber, also, die waren zu zweit, stimmt, genau. Was auf jeden Fall nicht da war, waren irgendwelche Dinge über Abschleppunternehmen. Das hätte ich denn doch gemerkt. Es ging also in dem Fall nur um Palantir Technologies. Letzte Bemerkung, das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Ich bin immer bei Ihnen, wenn ich die zu engen Zeitläufe, insbesondere der Regierungsfraktionen, kritisiere. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Ich finde es hart an der Grenze, um 15 Uhr hier einen Antrag vorzufinden, den wir um 16.45 Uhr aufrufen. Dort dann konstruktiv mit umzugehen, wäre mit einem etwas anderen und etwas besseren Zeitauflauf auch optimierbar gewesen. Nichtsdestotrotz, wir stimmen zu und werden konstruktiv mitarbeiten. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wagner von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist das gute Recht des Parlaments, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Es ist nicht nur das gute Recht des Parlaments, es ist sogar ein Minderheitenrecht. Und somit ist dieser Untersuchungsausschuss, der die notwendige Anzahl an Abgeordneten hinter sich vereinigt hat, auch eingesetzt und wird auch stattfinden. Ich hatte Untersuchungsausschüsse aber immer auch so verstanden, dass sie das letzte und schärfste Instrument des Parlaments sind, wenn andere Instrumente, andere parlamentarische Verfahren nicht greifen. Das kann ich im aktuellen Fall zum jetzigen Stand der Beratung nicht erkennen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, im Innenausschuss das Thema weiter zu erörtern. Es gab das Angebot des Innenministers, die Akteneinsicht zu vertiefen, gegebenenfalls Sachen, die die Abgeordneten noch haben wollen, nachzuliefern. All die Möglichkeiten hätte es gegeben. Ich habe Untersuchungsausschüsse verstanden als Instrument, das man als Parlament wählt, wenn die Landesregierung nicht bereit ist, zu informieren. Ich kann das in dem Verhalten der Landesregierung des Innenministers nicht erkennen, dass er nicht informieren will. Sie haben ja gerade beschrieben, dass den innenpolitischen Sprechern angeboten wurde, sich die Unterlagen anzuschauen und dass auch angeboten wurde, weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Ich habe Untersuchungsausschüsse so verstanden, dass man sie dann einsetzt, wenn man aufklären will und wenn man das Ergebnis noch nicht kennt. Das finde ich im Einsetzungsbeschluss leider nicht wieder. Im Einsetzungsbeschluss steht, ich zitiere, der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären, in welchem Umfang Auftragvergaben unter Verstoß gegen die Vorschriften des Vergaberechts erfolgten. Es steht für Sie also schon fest, dass das erfolgte. Sie wollen es nicht etwa aufklären. Sie haben schon eine feste Meinung, bevor Sie sich überhaupt vertiefend mit der Materie beschäftigt haben. Sie fragen in Punkt 20 des Einsetzungsbeschlusses, in welchem Umfang dem Land Hessen ein Schaden durch die Vergaben ohne ordnungsgemäßes Vergabeverfahren entstanden ist. Sie wissen also oder glauben also schon, das Ergebnis zu wissen, wie es gewesen ist. Sie fragen in Frage 21, wer für das Unterbleiben ordnungsgemäßer Vergabeverfahren und einen hierdurch gegebenenfalls entstandenen Schaden verantwortlich ist.
Sie wissen also angeblich schon, wie es gewesen ist. So, meine Damen und Herren, habe ich Untersuchungsausschüsse des Parlaments bislang nicht verstanden, dass das Ergebnis schon feststeht, bevor man sich vertiefend mit der Materie beschäftigt hat. Und so möchte ich an die Mahnung des Abgeordneten Schaus von den LINKEN erinnern. Der Abgeordnete Schaus hat vergangene Woche in einer Pressemitteilung gesagt, dass er hofft, dass der Untersuchungsausschuss nicht ein reines Wahlkampfmanöver von SPD und FDP ist. Dieser Sorge schließe ich mich ausdrücklich an, Herr Kollege Schaus. Denn, meine Damen und Herren, glaubt irgendjemand, dass dieser Untersuchungsausschuss zum jetzigen Zeitpunkt beantragt worden wäre, wenn nicht am 28. Oktober Landtagswahl wäre? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es handelt sich hier um einen technischen, ich würde sagen, nicht einmal politischen Vorgang im nachgeordneten Bereich des Hessischen Innenministeriums. Ich habe keinen Zweifel, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den zuständigen Behörden nach bestem Wissen und Gewissen und nach Recht und Gesetz gehandelt haben. Wir haben große Herausforderungen in der Sicherheit zu bewältigen, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland und in Europa Hunderte von Toten in den letzten 3 Jahren zu beklagen gehabt aus dem Bereich des Terrorismus. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch, dass wir alles daran setzen, dass wir Gefahren von ihnen abwenden und dass wir Straftäter und Terroristen festsetzen, meine Damen und Herren. Dazu dient das beschaffte Analysetool oder wie es hier genannt wurde, die Analysesoftware, mit dem wir z.B. in dem Verfahren von Haikel S., Sie erinnern sich an das salafistische Netzwerk, das wir am 1. Februar 2016 ausgehoben haben und der vor wenigen Wochen abgeschoben worden ist, dazu gehört ein 17-jähriger IS-Terrorverdächtiger aus Eschwege, den wir inhaftiert haben vor wenigen Wochen. Das sind alles nennenswerte Erfolge, die wir mit dieser Analyseplattform erreichen konnten oder auch erreichen konnten. Das Hessische Innenministerium wird im Hessischen Innenministerium wird nach Recht und Gesetz gehandelt. Diese Grundsätze gelten für die hessische Polizei genauso wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus meinem Geschäftsbereich. Das schließt nicht aus, dass Fehler passieren. Die sind aber noch nicht einmal konkret behauptet. Der Vorwurf der Landtagsfraktionen der SPD und FDP, bei der Polizei seien Aufträge nicht nach bestem Wissen und Gewissen vergeben worden, entbehrt jeder Grundlage. Die Fragen, die Sie dazu hatten, wurden in einer Kleinen Anfrage, in der Korrektur zu der Kleinen Anfrage, in den Dringlichen Berichtsanträgen, in 2 Innenausschüssen beantwortet. Es waren keine Fragen mehr übrig. Es wäre aber möglich gewesen, noch weitere Fragen zu stellen, die wir selbstverständlich beantwortet hätten. Wir haben alle Fragen, die die Opposition an uns im Zusammenhang mit den Abschleppvorgängen und mit der Beschaffung der Analysesoftware gestellt haben, beantwortet. Und wir haben bei Palantir, da hatten die Fraktionen von SPD und FDP darum gebeten, sogar die Abgeordneten persönlich ins Innenministerium eingeladen, ihnen Einsicht in alle Vorgänge gewährt und ihnen die Möglichkeit gegeben, diese Einsicht auch zu nehmen. Wir haben innerhalb wirklich weniger Tage, die Anforderungen von SPD und FDP waren, ich glaube, vom 6. dieses Monats, und wir haben ihnen am 13. oder 14. dieses Monats, also nicht einmal eine Woche später, die Akten zusammengestellt aus mehreren Behörden und haben ihnen völlig transparent Einsicht gewährt. Die Abgeordneten Greilich und Faeser waren am Donnerstag letzter Woche da und haben sich die 10 Ordner in ungefähr einer Stunde angeschaut.
Sie hatten genau zwei Nachfragen, und diese beiden Nachfragen sind unter anderem zu der Schwärzung von Mitarbeiternamen von Unternehmen, die beteiligt waren, beantwortet worden. Da die Fraktionen von SPD und FDP aber immer noch offene Fragen hatten, weil sie ja am Freitagmorgen den Untersuchungsausschuss in Aussicht gestellt haben, habe ich Ihnen erneut angeboten, dass Sie sich die Akten anschauen können. Dies wurde durch Herrn Schäfer-Gümbel abgelehnt. Das Innenministerium hat zu keinem Zeitpunkt Transparenz vermissen lassen. Wir haben alle parlamentarischen Fragen der Opposition vollumfänglich und nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Wenn es Ihnen tatsächlich um Aufklärung ginge, dann hätten Sie die Möglichkeit gehabt, genau diese Fragen, die Sie noch haben, an uns zu stellen und sich die Akten, die Sie angucken wollen, auch entsprechend anzuschauen. Die endgültige Auftragsvergabe bei Palantir ist nach einer Markterkundung und begleitet von einer Vergabekanzlei nach dem Vergaberecht vergeben worden. Die hessische Polizei setzt die Palantir-Software dabei einzig und allein zu dem Zweck ein, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu schützen. Es geht darum, Anschläge zu verhindern und schwerste Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Es ist ein eher absurder Vorwurf, der Polizei vorzuhalten, sie kümmere sich schnellstmöglich oder gar zu schnell um Technik, die die Menschen im Land vor terroristischen Anschlägen schützen soll. Die in den Raum gestellten Behauptungen, die Polizei wisse nicht, was der Softwareanbieter mit den polizeilichen Daten anstellt und ob diese womöglich von den USA oder anderen Staaten ebenfalls genutzt werden, ist schlichtweg falsch. Die Daten stehen niemandem zur Verfügung außer der hessischen Polizei. Sie finden sich auf Polizeirechnern in einem mehrfach abgesicherten Netzwerk. Die Server stehen bei der HZD und nicht in den USA. Ein Zugriff, ein unbeobachteter Zugriff von außen ist bestmöglich, vertraglich und technisch ausgeschlossen. Ich muss Sie an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Der hessische Datenschutzbeauftragte war von Anfang an in das Projekt eingebunden. Und es ist keineswegs so, dass Hessen bei der Beschaffung einen Sonderweg gegangen ist. Mehrere Bundesländer planen zurzeit die Anschaffung dieser oder einer solchen Analysesoftware. Sie können mir also lediglich vorwerfen, dass wir schneller waren als andere, aber das würde ich eher als Kompliment ansehen. Meine Damen und Herren, es handelt sich hier um eine konstruierte Vorwurfslage, ohne konkreten Anhaltspunkt und ohne ein erkennbares Motiv, warum wir hier irgendetwas zu verbergen hätten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es hat sich noch einmal Kollegin Faeser von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst finde ich es nicht in Ordnung, Herr Innenminister, dass Sie im ersten Satz gesagt haben, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ordnung gearbeitet haben, als wenn Sie mit dem ganzen Verfahren nichts zu tun hätten. Sie müssen auch einmal Verantwortung in diesem Hause endlich für Ihr Arbeit auch übernehmen. Und, Herr Innenminister, vielleicht sollte Ihnen zu denken geben, dass der Kollege Greilich und ich in einer Stunde in jeweils 5 Aktenordner, die wir angeguckt haben, vielleicht auch mehr gefunden haben, als Sie denken, und dass wir hier nicht öffentlich berichten können und gerade deshalb auch die Einberufung eines Untersuchungsausschusses vorgenommen haben. Es wäre schön gewesen, wenn Sie diese Möglichkeit auch einmal in Erwägung gezogen hätten. Und Sie haben eben nicht alle Fragen beantwortet. Warum hätten wir denn sonst Akteneinsicht beantragen müssen, wenn Sie uns alle Fragen beantwortet hätten? Und was Sie auch nicht beantwortet haben, und das steht nach wie vor im Raum, warum geht Hessen denn diesen Sonderweg? Kein anderes Bundesland hat Palantir in Erwägung gezogen für eine solche Analyseplattform.
Der Bund auch nicht. Darauf habe ich verwiesen. Die GRÜNEN haben nämlich ähnlich nachgefragt, wie wir es getan haben im Deutschen Bundestag, ob denn die Bundesregierung im Verteidigungsministerium Kontakte zu Palantir hatte, und hatte sie in der Tat, hat sich aber nach einer Marktanalyse dagegen entschieden, etwas mit Palantir zu tun. Und es gab eine Innenministerkonferenz, Herr Innenminister, im letzten Jahr, wo eigentlich entschieden wurde, dass man keine Sonderwege mehr geht, sondern sich bemüht, die polizeilichen Informationssysteme auch einheitlich auf den Weg zu bringen. Deswegen verstehen wir diesen Sonderweg hier gerade nicht, meine Damen und Herren. Und natürlich, das will ich zum Schluss noch einmal sagen, müssen gerade Sie, Herr Innenminister, sich fragen lassen, warum es ausgerechnet Palantir werden musste. Warum haben Sie ein solches Unternehmen genommen, obwohl Niedersachsen eine ähnliche Software selbst entwickelt hat unter dem Namen Kneim? Was hatten Sie daran für ein Interesse, dieses Unternehmen auszuwählen? Danke, Frau Kollegin Faeser. Herr Kollege Greilich, Sie wollen sich noch einmal zu Wort melden? Bitte schön, dann haben Sie das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Minister hat uns erklärt, er hätte alles beantwortet, er hätte aufgeklärt. Ich kann nur noch einmal wiederholen, was hier unwidersprochen im Raum steht, wo man auch nicht widersprechen kann, wenn man die Akten gesehen hat. Die Akten waren unvollständig. Sie waren unvollständig. Deswegen unsere Frage 16 in dem Einsetzungsantrag, ob die durch den hessischen Innenminister am 14. Juni den Obleuten der Fraktionen zur Einsicht vorgelegten Akten bis auf solche Unterlagen, die aufgrund des zu wahrenden vergaberechtlichen und grundrechtlichen Schutzes entfernt wurden, vollständig waren. Denn das wollen wir dann doch auch einmal festhalten, wie man versucht, mit uns umzugehen, was aber nicht gelingt. Das zweite Thema ist die durch nichts begründete Geheimniskrämerei. Wir wissen mittlerweile, ja, was die Software kostet aus der nicht öffentlichen Sitzung. Das können wir, weil es nicht öffentlich ist, natürlich nicht zitieren. Bekannt gegeben wurde 0,01 €. Dass das nicht zutrifft, hat ja selbst nicht einmal der Minister behauptet, dass das zutreffen würde. Aber was uns interessiert, ist die spannende Begründung, dass Sicherheitsinteressen gegen die Bekanntgabe des Auftragswertes stehen. Auch das wollen wir einmal konkret erforschen, ob und gegebenenfalls welche konkret begründbaren Auswirkungen auf die Sicherheitsinteressen des Landes die Bekanntgabe des tatsächlich vereinbarten Preises des Auftragswertes hat. Frage 13 unseres Einsetzungsauftrages. Ich bin sehr gespannt auf die Erkenntnisse, die wir dort finden werden, was hier nämlich deutlich wird. Man will Geheimniskrämerei betreiben, und wer Geheimniskrämerei betreibt, der muss sich dann auch Fragen gefallen lassen. Und wenn es dann heißt, in unserem Antrag sei eine Vorverurteilung enthalten, lieber Herr Kollege Wagner, Sie haben das, glaube ich, gesagt, Begründung, weil wir den Schaden ermitteln wollen, Begründung, weil wir nach der Verantwortlichkeit fragen. Mindestens in einem Bereich, meine verehrten Damen und Herren, ist doch völlig unstreitig, dass es Verstöße gegen das Vergaberecht gegeben hat. Jedenfalls entnehme ich das den Auskünften des Innenministers. Das ist der Bereich der Abschleppaufträge. Es gab dort keine Vergabeverfahren, bis auf ein einziges, das ergebnislos geblieben ist. Der Minister hat uns auf die Frage mitgeteilt, wie zuvor erläutert, wurden in den Jahren 2015, 2016 und 2017 neben der Ausschreibung für das Polizeipräsidium Südosthessen, das ist die, die ergebnislos blieb, keine weiteren Verfahren durch das PTLV durchgeführt. Es wurden keine durchgeführt. Und die Pflicht zur Vergabe solcher Aufträge im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens ist, ich glaube, das ist unstreitig, gegeben ab einer Auftragssumme von 221.000 €. Sie haben uns mitgeteilt in der korrigierten Fassung Ihrer Antwort, 2015 waren es 1,731962,15 €, also über 1,7 Millionen. Im Jahr 2016 1,8 Millionen, im Jahr 2017 über 2,2 Millionen €. Das ist geringfügig mehr als 221.000 €. Das sollte unstreitig sein und unstreitig bleiben. Ich kann deswegen nur noch einmal wiederholen, Sie verheben sich, wenn Sie meinen, Sie könnten uns auf den Arm nehmen.
Danke, Herr Kollege Greilich. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Frau Faeser hat für die Antragsteller diese Ergänzung vorgenommen. Der Punkt 12 würde dann heißen, ob Mitarbeiter der Firma Palantir Zugang zu Servern des Landes Hessen haben, wenn ja, ob und wann Sicherheitsüberprüfung in Klammern welcher Stufe, Klammer zu, aller Mitarbeiterinnen durchgeführt wurden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Obwohl es sich bei der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses um ein Minderheitenrecht handelt, wenn das entsprechende Quorum ein Fünftel der Mitglieder erfüllt ist, muss eine Abstimmung erfolgen. Denn für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses durch den Landtag und die Festlegung des Untersuchungsthemas ist auch bei einem Antrag einer qualifizierten Minderheit ein förmlicher Plenarbeschluss notwendig. Dies ist auch ein Gebot der Rechtssicherheit, da im Hinblick auf die weitreichenden Befugnisse der Untersuchungsausschüsse Klarheit über den Untersuchungsgegenstand bestehen muss. Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag in geänderter Fassung. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD, FDP und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Niemand. Und Entschuldigung, Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Damit ist der Dringliche Antrag, Drucksache 19/6574, in geänderter Fassung angenommen. Der Untersuchungsausschuss ist somit eingesetzt und der Gegenstand der Untersuchung festgestellt. Danke schön.